So, also Geheimgang. Wir haben 15 Flakons. Muss immer wieder gucken, wie viele Seelen wir haben. Ich hätte nämlich doch ganz gerne 20. Ja, komm. Wir sind gerade menschlich. Ja, sind wir. Oben links die Anzeige ist weiß und nicht grau. Also, einfach bitte. Obwohl, Mist. Hatte ich jetzt die hier schon mal entfacht oder nicht? Gucken wir mal. Ja, hatte ich schon auf 15 gebracht. Okay, sehr gut. Raus, raus, raus. Und jetzt da lang. 20, da ist mir doch ein bisschen wohler. Wenn wir auf irgendeinen Boss treffen, der einfach nur viel Heilung braucht. Und jetzt hier unten. Was? Oh, gehst du? Das ist sogar eine richtige Kiste. Mit Augenhelm der Kanalisierer. Robe der Kanalisierer. Das wird wohl alles für Zauberer sein. Gucken wir mal trotzdem, ob da irgendwas von Relevanz beisteht. Nimm. Da. Die Robe der Kanalisierer. Zauberer, die Sis dem Schuppenlosen dienen. Selbst als er dem Wahnsinn verfiel, zogen die Häscher, wie man sie weiterhin nannte, aus in ferne Lande, um brauchbare Menschenexemplare zu finden. Ja, da ist Häscher, glaube ich, ein recht passender Name. Noch eine Truhe. Sehr schön. Was haben wir hier? Ein Riesenzellenschlüssel. Ah, zeig mal her. Die wahrscheinlich bei Zelle für eine Riesentür. Ne, das ist wieder was anderes. Riesenzellenschlüssel ist was anderes. Dort wurden einst unzählige Maiden gefangen gehalten. Aber bis auf ein paar bedeutende Personen steht sie nun leer. Sie versuchen sich dem Wahnsinn zu entziehen, während die zahlreichen Fehler in beunruhigender Nähe vor sich hinsiechen. Achso, Fehler sind dann wohl fehlgeschlagene Experimente. Also irgendwelche Mutanten. Was haben wir hier? Da haben wir schon mal ein Skelett, das wir Sprung angreifen können. Haha. Und dies und jenes und noch eine Kiste. Und noch eine Nebelwand. Also das Gebiet ist richtig abgefahren. 20 Prismastein. Nicht so wirklich wichtig. Aber hätte ich sie nicht gekauft, wäre ich jetzt wohl froh, sie zu bekommen. Und du bist bestimmt nur eine Abkürzung, oder? Nee, ne? Ist das der Wald? Guck mal ganz kurz. Runterrutschen. Und das ist richtig hell hier. Das ist vollkommen irritierend. In einem grünen Wald zu sein mit Sonnenlicht. Kein Schatten an jeder Ecke und so. Und euch kennen wir doch. Hallo? Au. Selbst ihr springt so schnell hin und her. Das geht ja gar nicht. Oh, wo kommst du denn her? Okay, schnell ist vielleicht übertrieben. Aber die haben recht viel Haltung. Also ich kann sie nicht einfach hauen und sie kommen ins Taumeln, wie die anderen das so tun. Und ist hier überhaupt irgendwas am Rand? Ich guck mal. Da ist schon mal Loot, das ist gut. Da bist du. Eins. So, drei, vier Attacken. Und eine verdächtig aussehende Wand. Nö. Ist aber echt verdächtig aus. Blauer Brocken. Ja, was Brocken und so angeht, ich hätte echt gerne den Streitkolben inzwischen höher. Hi, mal kurz. Aber dafür brauchen wir wahrscheinlich noch irgendeine Glut. Das könnte problematisch werden. Und ich sollte vielleicht einen von denen rauspullen. Und ich sollte vielleicht unbedingt mal Pfeile kaufen. Komm her. So, ich könnte mal, ne? Genau, ich könnte vor ihm beten. Das klappt erstaunlich gut. Ich wollte eigentlich das Schild rausholen. Um mal zu gucken, wie viel ich davon abblocken kann. Ah, er taumelt doch, okay.
Und auch jedes Mal 1200 Seelen, da kann man echt nicht meckern. So, kommt mal hier, ihr beiden. Tong, kann ich alles abblocken. Wenn ich den Stamina hab. Das ist, genau, verhaut euch gegenseitig, das ist eine super Idee. Leider nehmt ihr dadurch eben keinen Schaden und ihr könnt durch euch durchdauern. Das ist gemein. Nur du weg. Schild hoch. Du auch weg. Boah, einhändig dauert das Ewigkeiten. Ah, 16.000 Seelen. Und was habt ihr jetzt genau bewacht? Gar nichts, oder? Guck mal die Decke hier genau an. Nix. Nix. Nee. Und ich denke nicht, dass Geheimtüren an solchen Schrägen sind wie hier. Es war bisher immer irgendwas Grades. Oh. Was war das? Achso, das war nur ein Glitch. Kick. Komm, ich sehe meine Feuersohlen. Oh, apropos Feuersohlen. Die können wir wieder ausziehen. Und dafür hätten wir gerne eine. Ja, komm, höre du Chance, warum nicht? Und ich habe noch gar nicht nachgeguckt, ob das überhaupt derjenige Wald ist, welcher. Es wäre schon schön. Also je mehr Zwischenverbindungen es gibt, desto besser. Aber ich glaube, mir wäre irgendwie dieser riesen Kristallhaufen da hinten aufgefallen. Außer der kam jetzt erst vor kurzem dahin. Was ja auch eine meiner Theorien waren. Dass dieser Kampf mit dem Schuppenlosen so geplant war. Also eventuell kann man ihn gewinnen, aber ne? Wenn man ihn halt verliert, kommt man da rein. Und durch den Kampf wurde das ganze Kampfgebiet kristallisiert. Und dahin können wir jetzt zurückkehren. Das wäre interessant. So, hau mal daneben. Oder so. Hau einfach wild vor dich hin. Tue ich auch andauernd. Weg. Die konnten auch blaue Brocken droppen. Aber die brauche ich gar nicht. Blaue Brocken waren magische Waffen, glaube ich. Kristallhelm, Kristallrüstung, Kristallstulpen, Kristallgamaschen. Sehr ein Muster. Und der ist gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass er keine Aufstufung hat. Wiegt weniger. Warte mal, sonst wie ist die... Nein, nicht so. Ja, okay, die Rüstung ist schlechter. Definitiv. Also ja, unsere ist plus 5. Aber selbst wenn man die hier 5-mal aufstuft, wird die höchstens bei, ich schätze mal, 80 rumlanden. Wiegt allerdings auch 5 Kilo weniger. Hat aber nur 150 Ausdauer. Also Robustheit. Kristallisierte Rüstung getragen von einem hohlen Ritter, der teilweise kristallisiert war. Die Macht der Kristalle gewährt einen hohen Verteidigungswert. Ich bin da Besseres gewöhnt. Ich bin verzogener Paladin, der in der schwarzen Rüstung rumläuft, weil sie gute Stats hat. Und der Brust folgt. Ja, irgendwie muss ich nochmal an meine Visitenkarte arbeiten. Du, komm her. Ich will hier erstmal... Oh, erstmal sollten wir aus dem Menü rausgehen. Und ich will jetzt hier erstmal alles wegräumen. Boing. Um mich in Ruhe umgucken zu können. So, da ist noch ein Golem, da ist noch ein Golem. Haben wir hier am Rand irgendeine Möglichkeit, noch weiterzukommen? Bisher sehe ich nicht nur einen Weg. Man kommt die Leiter runter und man geht nach unten zu diesem Kristalltor. Ja, schaut so aus, okay. Kann man da irgendwo rauf oder springe ich gleich gegen eine unsichtbare Wand? Ich denke Wand, jo. Du. Komm her. Hau. Oh, eine schöne Reichweite. 1, 2. Oh, Kristall. Jo. Das hat dein Chef auch gemacht. Das hat aber dezent mehr wehgetan. Und es ist schön, wie sich das nach und nach einfügt. Also ich dachte ja zuerst, diese Kristalldinger gehören irgendwie zur Hydra. Aber die gehörten wohl die ganze Zeit zum Schuppenlosen. Der ja auch wohl recht nah dran war. Aber wir hatten damals keine Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Au, Uppercut. Lebenspunkte... Ja, Heilung. Heilung 1. Heilung 2. Und nicht vergessen, Girogon. Da oben war noch eine Nebelwand.
Also in der eigentlichen Bücherei. Ja, wo geht's hier runter? Hier geht's runter. Oh, hier geht's tief runter. Kristallhöhle. Also anscheinend wirklich ein neues Gebiet. Das versuche ich Sprungangriff. Ne, das zählte nicht als Sprungangriff. Komm, strauchel, strauchel. Heck. Also ein komplett neues Gebiet. Sollte ich dann vielleicht mich zurückporten? Ich kenne mich. Ich laufe jetzt hier rein, laufe jetzt hier rum, finde vielleicht einen Boss, sterbe da ein, zwei, dreimal und dann habe ich... Hallo, Schmetterling, dich kenne ich. Aber ja, dann sterbe ich bei dem da ein, zwei, dreimal und dann vergesse ich ganz, dass da oben noch eine Nebelwand war. Und noch zwei, drei andere Abzweigungen. Na gut, einmal kurz hier sterben bei dem Boss ist okay. Oh, warte, das ist nicht okay. Bei dem brauchte man eine Fernkampfwaffe. Nee, brauchte man nicht. Der hatte so eine Attacke, wo er nah rankam und dann konnte man ihn hauen. Das sieht sehr verdächtig aus. Dieses Bling, Bling, Bling Eiswasserzeug. Oh, bist du da aufgespießt auf den Kristall oder ruhst du dich da aus? Wie kommt man zu dir hin? Wahrscheinlich einfach behende rüberspringen. Hm? Ich hab's nicht so mit behende. Echt nicht. Kommen wir hier irgendwo? Ah, unten ist was. Ich hol mal kurz die Kristalldinger da raus. Die da. Ja, da. Okay. Und hier? Da auch. Und dazwischen? Da, wo es tief runter geht? Was? Da ist ein Weg. Ja, ich glaube, ich kann hier noch 20 hinschmeißen. Ich kann hier gehen. Wow. Okay. Nur der bußfertige Mann wird bestehen. Ja, sehr schön. Das war unheimlich. Eine Menschlichkeit. Ja, damit kann ich leben. Dafür, dass sie umsonst war. Oh, oh, oh. Okay. Hallo, du. Oh, oh. Habe ich dich jetzt geweckt? Oder wärst du auch so oder... Oh, 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 oh. Wärst du auch so oder so gekommen? Yikes. Heimer. Ich hoffe mal, du kannst nicht hier durchschießen. Und es wäre schön, wenn du näher ran... Wow. Kommen würdest. Also ich kann warten. Ich bin unsterblich. Du wahrscheinlich auch. Hm. Au. Ich kann hier wieder irgendwo rüberlaufen. Ja. Und da sind noch mehr davon. Das war auch kein Boss. Ich fühle mich veräppelt. Also wirklich motiviert, jetzt drei, vier davon zu pullen, bin ich nicht. Ich muss dich irgendwie töten. Komm mal näher ran. Ich weiß, das machst du ganz gerne. Du kommst ganz gerne hier ran und dann machst du so eine... Au. So eine Aufladung und dann... Nö. Okay, ich bleib mal hinter dem Kristall hier und guck mal, ob ich meine Armbrust geladen bekomme. 127 schwere Bolzen. Das klingt doch sehr gut. Da. Komm her. Zack und zack. Wow, okay. Trink. Das tat weh. Auch nicht gerade schau. Spannend. Au, 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 au. Hey, das ist richtig garstig. Also Armbrust auf plus 10 bringen. Klick. Oh, oh. Klick nach dem Plan. Nicht
die da abbekommen.